Die Tasche kostet 6.000. Geldgeilheit, Konsumgeilheit. Dass ihre scheiß Kreditkarte nicht funktioniert. Kein Gucci, kein Louis Vuitton, kein gar nichts. Wenn es halt nicht über 1.000 Euro kostet, ist es halt auch nicht gut, sondern nur für den Müll. Ich muss irgendwie versuchen, ruhig zu bleiben bei diesem Format. Servus Leute, mit herzlich willkommen zu Folge Nummer 1 von den Geissens irgendwo auf dieser Welt. Ein neues Jahr mit diesen Superreichen, mit den beiden Töchtern, die für nichts dankbar sind, mit der Familie, die auf alles scheißt, vor allem auf die Umwelt. Ich würde jetzt sagen, starten wir mal wieder mit einer ziemlich kritischen Folge. Jetzt viel Spaß beim Anschauen und los geht's. War mal wieder eine tolle Idee von deiner Mutter. Naja, warum holst du? Die erste Folge in diesem Jahr, direkt eine große Drama-Folge, denn wie immer läuft bei den Geiselinis nichts wie geplant. 2 Jahre konnten wir nicht mehr in die USA, jetzt das erste Mal. Wir sind gespannt. Ich bin auch sehr gespannt, aber natürlich muss man erstmal seinen fetten, klimafreundlichen Super-SUV auch irgendwo parken. Und wo macht man das? Auf dem richtigen Parkplatz. Oh, kannst du das sehen? Hier rechts, da? Nur für die Autos erlaubt. Jetzt musst du aufpassen, damit Top du dir Cars, die... Ja. Felgen nicht kaputt fährst. Das hätten wir auch ein bisschen breiter machen können. Also das macht mich privat nicht wirklich sauer, sondern irgendwie extrem traurig. So, ja, macht's noch breitere Autos, macht noch größere Autos, noch schwerere Autos, macht's die Straßen noch breiter, damit Radfahrer überfahren werden und man es nicht mal merkt, wenn man in einem fetten SUV sitzt. Also insofern, Security geht vor. So, ihr zwei, wie war die Fahrt? Gut? Es ist halt einfach nur traurig, was auf dieser Welt passiert. Es fahren 4 Personen mit 3,5 Tonnen Stahl, 900 PS zu einem Flughafen. So, das kann mir doch niemand sagen, dass es Sinn ergibt. Das ist komplett überflüssig. Mir ist heiß, ich schwitze jetzt schon, weil ich mich so aufreg. Eine letzte Hürde gilt es vor dem Check-in nämlich noch zu nehmen. Davinas Check-in, die Parklücke. Mit einsteigen. Ja. Und die Personen habe ich ja sowieso am liebsten, die sich ein dickes, fettes Auto kaufen und dann nicht mal wissen, wie dick und fett dieses Auto ist, weil sie dann nicht mal einparken können. So, dann, Mann, fahr doch mit dem Bus, das ist für alle besser. Haben wir diesmal? Leere Koffer, weil es ist nämlich Black Friday. Ja, und den Massenkonsum vorantreiben, das gehört auch zu dieser Welt, ne? Es ist kalt, sehr kalt. Und deswegen schnell ins Auto und nicht angeschnallt sein. Vom Geld ausgeben ist ja noch keiner weich geworden. Das verstehe ich jetzt nicht. Ist egal, musst du auch nicht. Die Kinder, die verstehen es halt auch nicht, weil sie es nie gelernt haben. Und deswegen legt sich die eine schon mal heia heia und die andere, die schnappt ein bisschen auf Instagram herum. Ein Vorteil hat das Ganze, wir haben bis jetzt noch gar kein Geld ausgegeben. Und der halbe Tag ist schon rum. Wir haben 12.08 Uhr und noch keinen Peseten und Dollar ausgegeben. Geld, Geld, Geld. Ja, natürlich geht es immer nur um Geld bei den Geiseln. So, die sind gefangen in dieser monetären Konsumgesellschaft und haben sonst irgendwie keine Werte, über die sie sich täglich austauschen. Ich mache auch in dem Wischen. Also ich hätte im Worst Case für euch Toilettenpapier noch von Deutschland dabei. Das habe ich von zu Hause mitgenommen. Guck. Ja, das ist mal eine Ansage. Klopapier aus Deutschland. Ein echter Sparfuchs, der Robert. Ja, ja, aber guck mal, geht immer noch weiter. Für einen Stuhlgang. Warum nimmst du denn Toilettenpapier? Man weiß nie. Und dann kommt halt so eine Szene und dann ist es echt sympathisch, weil Klopapier braucht man immer. Das ist gut, wenn man sowas mit hat, ja. Warum sind wir so dumm? Ihr müsst ihr denken, Black Friday und Covid, es dürfen maximal 3 Leute in den Geschäft. Ja, mega. Ach, mega. Ein Hoch auf die Dummheit und weiter geht's damit. Ja, die Kinder haben natürlich so ein bisschen Angst, dass es nicht die richtigen Marken gibt. Kein Gucci, kein Louis Vuitton, kein gar nichts. Kein gar nichts. Wenn es halt nicht über 1.000 Euro kostet, ist es halt auch nicht gut, sondern nur für den Müll. Robert, ich glaube, wir sind mal falsch. Ich glaube, wir sind jetzt voll am Arsch. Robert, hör auf, mach mir jetzt keine Angst. Kann man hier keinen VIP-Pass kaufen? Wow, okay, also ich weiß gar nichts mehr, was ich dazu sagen soll. Vor allem, es ist halt noch viel mehr in der Folge drin, als ich jetzt reinschneiden konnte, aber ja, leicht verzogen, würde ich sagen. Papa, die Tasche kostet 6.000, jetzt 2.700. Ja, ein Täschchen für 2.700 Euro als 18-Jähriger, der noch nie gearbeitet hat. Ganz normal. Papa, wie drängt man sich vor? Gar nicht. Immerhin ein positiver Wert, der in der Show rübergebracht wird. Für jeden Euro darf ein Kind in einer Schlange vor einem Designer-Outlet einen Platz nach vorn rutschen. Na, 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 na.
Ja, ich find's geil, dass die Produktionsfirma die Kleinen, also die Mädels da auch verarscht. Ja, also die Stimmung ist sehr, sehr schlecht. Die Kreditkarte der Kinder haben nicht funktioniert. Liegt natürlich daran, dass man nur eine Kreditkarte hat. Man hat ja in der Regel auch zwei oder drei. Ja, und ich habe in der Regel keine einzige unbegrenzte Kreditkarte von meinen Eltern bekommen, was ich auch gut finde. So, ich bin tausendmal glücklicher so, als in der Situation, wie die jetzt da sind. Ne? Ich würde damit nicht klarkommen. Ich habe das Problem, dass ich meine Kreditkarte zu Hause vergessen habe, okay? Das zweite ist, dass ihre scheiß Kreditkarte nicht funktioniert. Nur sehr viel Geldgeilheit, Konsumgeilheit und sehr viele Probleme. Ja. Ah nee, ihr fehlt die ganze Scheiße auch. Ihr könnt mich verwirklichen. So richtig, so wirklich. Kann ich meinen eigenen Uber nehmen? Wie krass und verzogen diese Kinder sind. Ich meine, vielleicht sehe ich das irgendwie anders als andere, aber ich persönlich sehe das so. Und gut, dass sie sagt, wieso sie das Ganze mitfilmen, ist natürlich auch anstrengend für die Kinder, wenn alles von der großen Kamera mit aufgenommen wird. Shania, warum holst du? Oh, sie schmeißt mir das Telefon weg. Ja, ist ja klar. Mach das nicht bitte, echt. Die sind andauernd unglücklich, nur wenn sie dann eine neue Tasche bekommen. Ja, dann lächeln sie wieder mal für ein paar Minuten. Bevor Shania jetzt den ganzen Urlaub rumbockt, machen wir ihr ein Friedensangebot, nämlich wir kaufen ihr ein paar Schuhe. Mir persönlich hätte eine Kugel Eis und eine Umarmung besser getan, aber gut, bei denen geht's ja nur um Geld und materielles Zeug. Ich bin völlig geschockt, das Wasser kostet hier mehr als der Sprit. Guck mal, kostet 3,9. 3,85 kostet der Sprit. Ist Wasser in den USA wirklich so teuer? Ich meine, dass Sprit billig ist, das wissen wir ja. So ein Gallon kostet eben 3,50 oder so. Aber Wasser für 3,50, ein halber Liter? Nutella kostet 9 Dollar. Ich sag ja, das ist Apotheke. Ich hab noch nie so teuer Nutella gekauft in meinem ganzen. Ja, aber dann lass das doch bitte. Nein, Papas Karte muss glühen. So, wir müssen Geld raushauen. Dann sind wir glücklich. Anscheinend nicht. Wir waren ja schon öfters in New York, wir haben es immer krachen lassen mit Helikopter, mit Privatjacht. Heute ist das Motto, Geiz ist geil, heute fahren wir Fähre und die auch noch gratis. Schön, diese Superreichen. Erstmal fett CO2 in die Luft pulvern und dann im Nachhinein schön mit einer öffentlichen Fähre fahren, weil man ja so klimafreundlich unterwegs ist. Ja, ciao, ciao, nächste Szene. Bin mal gespannt, was meine Kinder dazu sagen. Scheiße. Man hört, die Mädels sind nicht glücklich, weil sie halt nicht in einem fetten SUV sitzen, sondern zu Fuß gehen müssen. Boah, wenn wir jetzt hier noch länger stehen, sind wir Eiszapfen. Ja. Ja, man merkt, diese Luxusmode, die wärmt halt echt gut. Mhm. Scheiße, mein Portemonnaie ist weg. Robert, mein Portemonnaie ist weg. Nein. Oh no, und was jetzt? Was macht man jetzt ohne Portemonnaie? Muss man jetzt Hartz IV beantragen? Oh. Mama, immer, doch nicht. Nein, leider doch nicht. Aber diese Hose hält überhaupt nicht warm. Also ich habe so ein Gefühl, dass ich hier gerade nackt rumstehe. Tja, nur dass nackt günstiger wäre als mit dieser, keine Ahnung, 5, 6, 700 Euro Hose. Scheiße, das sind Kackhandschuhe sind da. Ja, also vorne hättest du welche bei Gucci kaufen können. Genau, genau, denn so ein Gucci-Handschuh, ja, der wäre viel wärmer gewesen als dieser Billig-Handschuh. Weißt du, Robert, bei dir ist irgendwo die Hirn eingefroren, kann das sein? Warum? Weil du nur auf so scheiß Ideen kommst, Robert. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, worum es geht. Irgendwie, ja, beleidigen sich alle gegenseitig, alle jammern nur rum, alle wollen irgendwo anders hin. Keine Ahnung. Wie lange warten wir hier jetzt? Ja, das ist, wenn man Fähre fährt, muss man warten. Wenn man ein privates Boot hat, kann man direkt losfahren. Klassiker für Geringverdiener, warten. Pff. Habt ihr sowas schon mal gemacht? Nee. Nein. So öffentlich, so mit dem Schiff gefahren, so mit der Fähre? Nein, haben sie noch nie gemacht. Natürlich nicht, aber irgendwann ist es halt auch das erste Mal, wo man mit etwas anderen Menschen zu tun haben muss. Oh Gott, ist das kalt. Oh meine Güte, ich glaube, meine Nase fällt ab. Silikon kann bei Temperaturen von 5 bis 35 Grad verarbeitet werden. Ja, deswegen fällt die Nase bald ab. Und die nächste Szene, die liebe ich auf jeden Fall. Ey Leute, macht ihr mir Bilder, weil Papa hat sehr hässliche gemacht von meinem Gesicht. Ja, das ist aber dein Gesicht. Ach, da hat er sie ordentlich gekickt, ja, und es wird noch eine Szene kommen. Ey, das ist aber eine komplette Verarschung. Ich habe gedacht, diese Fähre bringt uns zur Freiheitsstatung. Zur Freiheitsstatung? Findest du das Foto gut mit dem Hintergrund? Nee, es so? Ist hässlich, aber draußen ist es zu windig und keiner macht Bilder von mir. Du meinst, du siehst besser aus, wenn der Hintergrund hässlich ist, ja. Boah, also er haut auf jeden Fall ordentlich rein und ja, Schönheit liegt natürlich im Auge des Betrachters und solange sie sich selbst gefällt, ist alles gut. Ich strahle nur, weil es nichts gekostet hat. Weil das seit langem das erste ist, was ich mache, was nichts kostet, nichts. Unvorstellbar.
So ist es. Und die prägendsten und die schönsten Momente sind wahrscheinlich auch meistens, ja, einfach nur günstig oder kostenlos und nicht schweineteuer. Es ist unmöglich, wie viele Bilder Shania an einem Tag machen muss. Das ist echt nervig und ich habe Hunger. Ist die Blonde, also die Selbstsüchtige, die dauernd Fotos von sich selbst machen muss, die jüngere der beiden Schwestern? Kann ich mir gut vorstellen. Naja, auf jeden Fall wollen sie jetzt was futtern. Guck mal, die verkaufen wieder Gras. Können wir mal gucken gehen? Aber nein, bevor sie essen gehen, will sich die Jüngere ein bisschen Gras kaufen. Komm, wir gehen Gras kaufen. Das ist doch unnormal. Komm, wir kaufen uns hier so eine Schachtel, packen da Gras rein und gehen damit beim nächsten Zoll. Schön, die Blonde und der Robert wollen sich ein bisschen Gras und eine Bon kaufen, um das dann drin zu rauchen, schätze ich mal. Okay. Ja, aber ihr könnt doch keinen Bon kaufen, Leute. Doch. Die Ältere, die ist vernünftig. Ja, da sieht man doch mal, wie gut wir unsere Kinder erzogen haben. Jetzt sind wir hier in so einem Wasserpfeifenladen und meine Kinder wollen überhaupt nichts kaufen. Überhaupt nichts. Nur ein bisschen Gras und was zum Rauchen. Ja, du, ich weiß ja nicht ganz. Ist ja egal, wir schauen zur nächsten Szene. Mami, wir wollten einen Bon kaufen. Der sieht Gras und einen Bon und wollte sich dann einen Bon kaufen. Aber Robert wendet sich vom Thema Rauchen ab und schaut jetzt lieber im Bereich Spielzeug für klein und groß. Die in der Mitte sehen aus wie ein Vibrator. Papa, ey, du bist ganz schön. Was möchten Sie probieren? Ja, und jetzt probieren Sie einmal alles, auch das eine besondere. Beiß rein. Was ist das? Ja, beiß rein, ist kein Pimmel. Robert! Tja, und einige von denen sind natürlich Neulinge im Business, aber andere, die sind schon alte, erfahrene Hasen. Probier mal, Carmen, probier du mal. Was ist das? Du bist doch professional hier. Robert! Ja, und darauf erstmal ein schönes, fruchtiges Eis. Leute, das Eis ist ein bisschen zu kalt. Das ist Eis. Ja. Papa zwingt uns. Ich brauche einen Löffel. Danke! Ich hoffe, dass der Mitarbeiter den Löffel vom Boden aufgehoben und in ihr kaltes Eis gesteckt hat. Apropos Kälte, wie kalt ist es dort eigentlich? Und hier ist es minus 25 Grad, mit einem Eis, das minus 50 Grad ist. Ja, und nächste Woche, da geht's dann bei minus 75 Grad weiter. Robert! Alles, was ich rieche, ist Gras. Ja, in der nächsten Folge wird vielleicht doch wirklich Gras geraucht und dann auch direkt halluziniert. Genau, wenn ihr die nächste Geissens-Folge nicht verpassen wollt, mal schauen, wann ich sie hochladen werde, abonniert sehr gerne hier oben den Kanal, schaut hier oben und unten sehr gerne in kleine Bums-Formate herein und dann sehen wir uns auf jeden Fall hier oder hier. Bis dahin, alles Liebe und ciao, ciao! Oh, ich muss jetzt wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Puh.